Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und was auch immer Sie sonst sein mögen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Unsere kleinen, aber feinen Karthago-Kampagne mit Tunesien. Und ich glaube im letzten Part, nee, nicht im vorletzten Part, aber zumindest, haben wir es ja geschafft, unser Reich im Mittelmeer ordentlich auszubauen. Also ordentlich. Und ich sehe gerade, dass wir hier kein Revoltenrisiko mehr haben. Und das bedeutet, wir können unsere Truppen da erstmal wegbewegen von Sizilien, denn da stehen sie ein bisschen blöd rum. Ihr geht wieder aufs Festland. Ich habe in den Kommentaren jetzt gelesen, da könnt ihr ungefähr wissen, wie weit ihr hinterherhinkt mit den aktuellen Videos. In den Kommentaren wurde mir vorgeschlagen, mich ein wenig nach Asien auszubreiten. Das ist ein wundervoller Vorschlag, den ich auch unbedingt umsetzen würde am liebsten. Das kleine Problem, das wir nur leider haben, ist, obwohl, ja, es gibt eine kleine Möglichkeit. Das Problem, das wir haben, ist, dass Hejaz ja mit den Osmanen verbündet ist. Und da die Osmanen nicht mehr mit uns verbündet sind, haben wir insofern ein kleines Problem. Weil wir jetzt nicht mehr die Osmanen wie vorher in einen kleinen Separatkrieg verwickeln können, um dann Hejaz den Krieg zu erklären, ohne dass die mitmachen können. Wenn ihr euch erinnert, das hatten wir ja gemacht. Hat auch super geklappt, hätten wir nicht diese blöden Revolten gehabt. Wäre ich damit sogar weitergegangen und hätte Hejaz Territorien abgeknüpft. Jetzt leider nicht mehr. Das ist so ein kleiner Fehler, den ich damals gemacht habe, den bereue ich mittlerweile wirklich zutiefst. Also da könnte ich mir die Haare ausreißen. Wir könnten natürlich gegen die Timuriden vorgehen, die außer uns keine Verbündeten haben. Das Problem ist halt nur, die sind unsere einzigen Verbündeten. Und es sieht nicht so aus, als würden wir noch irgendjemand anderes dazu bringen können, auf unsere Seite überzuwechseln. Denn die Osmanen halten schon ganz schön gut dagegen. Also die wissen schon, wie sie argumentieren sollen, damit die Leute sich auf keinen Fall mit uns verbünden. Und das lassen sie uns auch spüren. Ah, die 5000 Mann bleiben mal auf Sardinien heißt das Ding, genau. So, wir können nochmal 10 Regimenter bauen und 20 Schiffe. Aber erstmal bauen wir 10 Regimenter nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, wir haben kein Geld mehr. Naja, 8 Regimenter sind auch in Ordnung. So, haben wir eigentlich noch Waffenstillstand? Nein, haben wir nicht mehr. Das klingt ja wundervoll. Haha, kein Waffenstillstand mehr mit Sanaa. Nein, aber dafür ein Kirchenstaat in der Koalition gegen uns, genauso wie Sanaa. Und Venedig in der Koalition gegen uns, genauso wie Sanaa. Wobei das Venedig gerade von einem gewissen Mailand belagert wird. Oh, und ich weiß schon, was wir in Venedig als nächstes abknöpfen. Yep, auf jeden Fall. Das gehört uns. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt trotzdem ein bisschen weiter nach Süden. Und machen jetzt mal einfach Äthiopien Platz, weil wir es können. Und aus keinem anderen Grund und einer anderen brauchen wir auch gar nicht. So, eins geht da lang. Und das andere geht da lang. So. Natürlich ist unser General tot. Was auch sonst. Ha, ja, genial. Und wir kriegen keinen guten. So, ihr geht mal ein bisschen vor, damit ihr euch nicht die ganze Zeit... Ja, die Osmanen fangen jetzt natürlich schon an, Ansprüche zu fingieren. Was auch sonst. So. Wenigstens machen wir ordentlich Geld im Monat. Das ist schon mal ganz praktisch. So. Eingeborenen werden auf die Piken von Tunesien aufgespießt. Genau, weil wir auch so viele Piken noch haben. Haha. So, die Kolonie hier ist fast fertig. Sehr gut. Bornu ist bald fertig. Dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter an die Küste. Ernsthaft österreichische Kolonien in Afrika. Ach du Kacke. Jatenga.
Wozu? Da ist ja Tengar. Will ich eigentlich gar nicht haben. Da hole ich mir lieber eine komplette Borgo-Kolonie hier. Beziehungsweise ja, Tengar können wir uns halt jederzeit holen. Und deswegen möchte ich da nicht 200 kostenlose Kolonisten haben, weil wir dann halt eine Weile lang zu viele Kolonien hätten, was nicht gut für unsere Gesundheit ist. Nein, der Arzt hat strikt empfohlen, nicht zu viele Kolonien zu bewirtschaften. Also hören wir mal auf den alten Knacker, wa? So. Das wird unsere kleine Armee, mit der wir dann weiter in Afrika uns, also hier im Süden, südlich der Sahara uns ein bisschen ausbreiten, ne? Das wird doch spaßig. Wie sieht's aus mit den Timuriden? Gut. Mitglied der Koalition gegen Vijayanagara. Vijayanagara, ja, die halten... Halten die überhaupt Territorien, die sie brauchen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. Nein! Die müssen sich einfach nur gegen Delhi durchfressen. Und dann haben sie, glaube ich, sämtliche Gebiete, die sie benötigen, um das Mogulreich zu gründen. Aber sie machen es einfach nicht. Und das ist scheiße, weil ein Mogulreich ist viel besser als so ein dämliches Timuridenreich. Und ihr befindet euch lieber mit Oman gerade im Krieg. Doch, Leute. Unser Admiral ist natürlich auch draufgegangen. Soll es auch sonst sein. So, sind unsere Truppen an der Grenze stationiert? Ja, sehr fein. Äthiopien ist dicht mit Hedjas verbündet. Das ist natürlich schade. Aber egal. Unsere Pietät ist wieder gestiegen. Ach, das will ich doch verhindern. So ein Kack. Na gut. So, wir fangen jetzt mal an, Äthiopien zu belagern. Und ihre Armeen schön zu besiegen. Das ist wundervoll. Haha, Bitches. So. Und ein reines Territorium. So. Dann teilt ihr euch mal auf und belagert alles durch. So. Und ihr macht das ebenso. Das reicht nicht. Naja. Geht ihr mal hier hin. Ihr geht hier hin. Ihr geht hier hin. Und ihr geht hier hin. So. Dann teilen wir das Ganze auf. Wir verlieren ein bisschen administrative Macht durch bescheuerte Events. Was sollten wir auch sonst anderes zu tun haben? Gewinnen wieder mal ein paar kleine Schlachten gegen vollkommen technologisch unterlegene Leute. Es ist spannend. Haha. So. Und schauen uns unsere komplette Armee an. Yay. Sehr nett. Gebt euch mal runter nach Tatmeka. Und wir haben immer noch keine neuen Berater. Schade. So, kolonialmäßig haben wir unsere beiden Kolonien gerade erst quasi angefangen. Die eine braucht irgendwie aus irgendeinem Grund ziemlich lange. Naja, kann man nicht viel ändern. Oh, okay, jetzt ist unser Geld runtergegangen. So, wir verlieren wieder Pietät. Dadurch geht es gleich wieder ein bisschen hoch. Schupp. Ja, dieses Pietät, wir müssen jetzt auf niedriger Pietät bleiben. Das ist das Problem, dass wir dafür nicht unsere Territorien konvertieren können. Vielleicht mit der göttlichen Vorherrschaft. Die streben wir mal als nächstes an mit den administrativen Sachen. Vielleicht können wir dadurch endlich mal unsere Territorien konvertieren. Momentan, wie gesagt, das Problem, dass wir halt auf niedriger Pietät bleiben müssen, um überhaupt Geld reinzukriegen. Und deswegen haben wir da ein kleines Problem. So, weitere diplomatische Technologien. Sehr nett. Und wie ich schon sehe, steht uns bald wieder eine Flottenaufwertung bevor. Nee. Schau mal, fangen wir schon mal an, Geld anzusparen. Wenn ihr mal nur nicht mit den Osmanen verbündet wärt, das wäre echt herrlich. Aber leider seid ihr es nochmal. Und ich weiß nicht, ob Swahili
wahrscheinlich wird Swahili euch mit reinrufen in den Krieg. Und wahrscheinlich wird Hedges, ich weiß nicht, ob Hedges die Kriegsführung übernehmen wird. Ich meine, Äthiopien hat sie auch nicht übernommen. Also insofern haben wir vielleicht eine kleine gewisse Chance, mit der Kriegserklärung an Swahili nicht Hedges mit in den Krieg reinzubekommen und somit nicht die Osmanen in den Krieg mit reinzubekommen. Was ehrlich gesagt sehr praktisch wäre, wenn wir nicht die Osmanen damit hätten. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe ein bisschen Angst davor, mit den Typen Krieg zu führen. Die scheinen mir nicht ganz von schlechten Eltern zu sein. So. Wir machen jetzt mal was. Und zwar rekrutieren wir jetzt in jeder dieser Provinzen, mit der wir an die Osmanen grenzen, eine einzige Einheit Infanterie. Mit diesen Truppen werden wir einfach da stehen lassen. Und wenn es für nötig gehalten wird, also wenn die Osmanen uns den Krieg erklären, dann rennen wir da rein und machen verbrannte Erde. Und dann fangen die Osmanen an zu belagern und die kosten uns zu viel. Na gut, machen wir, sobald wir mehr Gebiete haben. Aber sonst möchte es sich halt machen an den Grenzgebieten. Dann fangen die Osmanen an, Sass zu belagern, verlieren Truppen, verlieren Mannstärke. Wir halten uns zurück, ziehen sie weiter in unser Land hinein, lassen sie belagern, lassen sie schön ihre Truppen verschleißen. Und wenn sie dann schön weit drinne sind, 100% werden sie nämlich nicht erreichen können. Und wenn sie schön weit drinne sind, dann machen wir sie platt. So, ein Gebiet von Äthiopien fehlt uns noch. Ich glaube, wir sorgen dafür, dass wir eine Grenze mit Swahili haben. Das heißt, wir besorgen uns die drei Seeprovinzen von Äthiopien und sorgen damit auch dafür, dass sie keine Flotte mehr aufbauen können. Wobei diese zwei Schiffe ja auch nicht gerade als Flotte gelten. Aber da konnten sie wenigstens Handel patrouillieren. Sehr schön. So, wunderbar. Äthiopien, wir haben 100% gängig erreicht. Wir möchten diese drei Gebiete haben. Am liebsten wäre mir sogar noch, wenn du mein Vasall wirst. Aber du kannst mein Protektorat werden und das mag ich nicht. Fangen wir langsam. Wir könnten langsam mal gucken, ob wir vielleicht mehr Handel rauskriegen, wenn wir hier anfangen. Aber wahrscheinlich kriegen wir in Sevilla einfach viel zu viel. Und ich traue mich immer nicht zu experimentieren. Ich schaue mir das Ganze mal an ein bisschen. Ich schaue mir das Ganze demnächst mal ein bisschen an. Okay. Diese vier Gebiete holen wir uns von Äthiopien. Danke dafür. Schokoladenimporte. Prominente Wissenschaftler haben in letzter Zeit den rapiden Anstieg an Schokoladenimporten in Frage gestellt. Nachdem einer unserer Nachbarn mittels geschickter Handelspraktiken eine große Menge der Weltkakaovorräte unter seine Kontrolle gebracht hat, haben ihre Süßwaren selbst unter tunesischen Leuten sehr an Beliebtheit gewonnen. Protektionistische Politiker fragen nun, ob Importe solche Luxusgüter Tunesien Vorteile verschaffen und argumentieren, dass wachsende Abhängigkeit von einer Ware, die von unserer Nachbarn kontrolliert wird, dazu führen könnte, dass zu viel Gold aus unserer Nation fließt. Okay, wir könnten die Kakaoimporte erhöhen. Oh. Oder wir könnten Merkantilismus erhöhen und die Pietät erhöhen, was wir nicht möchten. Also senken wir lieber unser Revoltenrisiko, was ich persönlich sowieso mehr mag. Und verwandeln das Ganze hier in Kernprovinzen. Ob wir jemals überhaupt genug administrative Macht vorrätig haben werden, um hier mal dafür zu sorgen. So. Okay, um hier dafür zu sorgen, dass wir auf unsere religiösen Ideen weitergehen können. Das weiß ich nicht. Aber ist mir jetzt auch gerade wurscht. So, Swahili. Du bist ein Scheichtum, das heißt, gegen dich haben wir keinen religiösen Kriegsgrund. Das bedeutet, wir brauchen unbedingt einen Anspruch auf deine Territorien. Und den besorgen wir uns jetzt. Und dann werden wir im nächsten Part schauen, ob wir euch Krieg erklären können, ne? So. Ja, deswegen lassen wir die Truppen auch gleich mal hier rumstehen. Gucken mal, wie viele Truppen Hedges so hat. Diplomatische Beleidigungskriegsgrund gegen Timuridenreich. Nein. Ach, das ist doch unfair. So. Hedges hat 13.000 Mann. Das heißt, die 17.000 Mann hier an der Nordgrenze dürften eigentlich ausreichen, um gegen Hedges vorzugehen. So, und dann gucken wir uns mal die Handelskarte an. Okay, wir erhalten eine Grundsteuer, bitte. So, Handelskarte. Golf von Aden.
hat 62. Ja, Sevilla hat viel mehr Gold. Tunesien hat auch verdammt viel Gold. Und hier haben wir halt nicht mehr die Führung. Oh. Alexandria sieht allerdings auch nicht schlecht aus. Und da haben wir auch extremen Handelseinfluss. Wow. Einfach wegen Merkantilismus. Hier haben wir auch schon gar nicht mal so schlecht in Golf von Aden. Ob sich das lohnen könnte, ich weiß es nicht so genau. Würde mich mal interessieren, von wo aus am meisten in Sevilla ankommt. Ja, in Sevilla kommt alles nur von Westeuropa an. Und von Tunesien und sonst sowas. Okay. Ja, der Großteil kommt von Tunesien. Wenn wir den Zeug in Tunesien lassen würden, dann wäre Sevilla auch gleich viel weniger wert. Hm. Okay, da muss ich mal drüber nachdenken. Wenn ihr euch besser auskennt mit dem Handel, sagt mir mal bitte, was ihr meint, was ich machen sollte. Wird zwar ein bisschen dauern, bis ich das berücksichtigen kann, aber ich werde es auf jeden Fall tun. Wo kommen die 5000 Mann hierher? Hm. Egal, ihr helft mal mit. Ah, in Karga haben wir ein paar Rebellen. Wird's geschrieben? Karga. Da. So, dann geht ihr mal zusammen dahin. 16 Regimenter. Mit einem General dürften wir die schon besiegen können. Moment nur. Brauch nochmal die 5000 Mann da unten. Na kommt. Sehr nett. So, und Asgaya stirbt. Ja, das sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall. Bup. Weg seid ihr. So, dann ab nach Alcarac. Ah, könnte schon mit dem Gedankenspiel Madagaskar zu kolonialisieren. Hm. Okay, Kastilien ist hier auf jeden Fall führend in der Kolonisation. Haben sich auch hier schon was geschnappt. Werden wahrscheinlich bald die Philippinen sich holen. Ach, verdammt. Wow, was ist mit unserem Einkommen los? Hatten wir nicht gerade noch 5? Ah, da sind sie wieder. Okay, was geht denn jetzt ab? Tradition oder Macht? Na, holen wir uns mal die Macht. Wie gesagt, ich möchte ja an die religiösen Ideen weitergehen jetzt. Ach komm schon, religiöse Unruhen. Mann, so ein Scheiß. Azawad, wo haben wir Azawad? Eigentlich mit T. Azawad. Natürlich. Sonst noch was? Ah, wir verlieren die Pietät lieber. Ja, genau, so machen wir es. Bäm. Ja, jetzt haben wir die religiöse Unruhe. Ach, ist das ein nerviges Event. So, adalanische Nationalisten. Na, viel Spaß. Handelsdisput Kriegsgrund gegen Portugal. Das ist mir allerdings wurscht. Wie sieht's eigentlich aus bei Portugal? Seid ihr immer noch mit... Ja, ihr seid immer noch mit Großbritannien. Und ihr seid gerade mit den Osmanen im Krieg. Aha. Osmanen. Portugal, Kroatien, portugiesische Brasilien und Rio de Prata. Aber die sind doch gar nicht mit Kroatien verbündet. Wie zum Teufel? Okay. Sollte mich nicht weiter interessieren, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob Hedjas die Kriegsführung übernehmen würde. Ah, die sind mittlerweile mit Äthiopien verbündet. Aber da würden sie auf jeden Fall die Kriegsführung übernehmen. Ich weiß es nicht. Ich meine, die sind technologisch überlegen. Was für eine Technologiegruppe ist Äthiopien? Subsaharisch.
Es hat letztens trotzdem noch die Kriegsführung inne, wenn ich mich recht entsinne. Ist halt schon ein ziemliches Risiko, weil die Osmanen, die lauern nur darauf, uns platt zu machen. Bei der fette Malus mit dem minus 200 mittlerweile auch schon wieder weg ist, aber minus 68 ist auch quasi unheilbar. Auch sämtliche ansatzweise positive Modifikatoren einfach weg sind. So, wir haben den Kriegsgrund gegen Swahili. Das bedeutet, im nächsten Part werde ich wahrscheinlich einen Krieg erklären. Nett, wie die aus Timuriden hier einfach belagerte Territorien durch Events bekommen. Ja, wie gesagt, im nächsten Part werde ich dann wahrscheinlich einen Krieg erklären. Ich hoffe mal, dieser Part hat euch damit so weit gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es daran geht, hoffentlich gegen Hejaz vorzugehen, wobei es uns auch gar nichts mehr bringt, weil die Timuriden sich jetzt hier ganz die ganze arabische Halbinsel holen. Unser kleines Sprungbrett nach Indien sollte das ja eigentlich werden, ne? Naja, egal. Wir werden sehen. Also, bis zum nächsten Male, meine Damen und Herren. Macht's gut.